Hallo, ich bin Leo und herzlich willkommen zu Jimmys Show. Jimmy, deine Show wurde abgesetzt. Du bist jetzt hier nur noch der Gast. Tut mir leid. Regie, wir brauchen zum nächsten Mal ein neues Schild. Also, herzlich willkommen. Das hier ist ab sofort Zocken mit Zingo. Den Jimmy kennt ihr ja mittlerweile. Er ist heute einer der Spielpartner. Auf der anderen Seite haben wir den Kai. Der stellt sich noch mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Roy und ich mache die Dinger heute rein wie Makai. Ist sehr gut gefallen, sehr schöne Vorstellung. Ihr werdet heute im Juice Pong gegeneinander antreten. Anderen ist es vielleicht auch als Bier Pong bekannt. Können wir natürlich nicht umsetzen. Wir haben uns auf nur gesunde Sachen geeinigt. Es ist nichts Alkoholisches. Eigentlich nichts, was man nicht vertragen könnte. Das sind so die Inhaltsstoffe. Ich bin dann mal gespannt, wie es euch schmeckt. Die Regeln sind relativ klar. Ihr werft nacheinander mit den Tischtennisbällen. Habt ihr jeweils hier drinnen auf die Gläser eures Kontrahenten. Trifft ihr, muss der Getroffene, also sollte Kai bei Jimmy ins Glas treffen, das getroffene Glas auch austrinken. Aber sofort? Nach dem Treffer? Sofort nach dem Treffer. Derjenige, der zuerst keine Gläser mehr vor sich stehen hat, hat dann auch verloren. Eine Spezialregel gibt es, solltet ihr einen Aufsetzer versuchen, also der Ball titscht einmal auf und springt dann in ein Glas, würde das zwei Gläser zu trinken kosten, du darfst ihn aber abwehren. Also der Kai wirft, der klatscht einmal hier auf, dann kannst du den Ball mit der Hand wegschlagen. Sollte er reingehen, müsstest du aber zwei Gläser austrinken. Sind die Regeln soweit klar? Verstanden. Bitte die Abstände beachten, so den Ellbogen, so hinter der Tischkante wäre gut. Schnick dir einmal aus, wer anfängt? Schnick, schnack, schnuck. Jimmy fängt an. Ich fange an. Und starte als Erster. Viel Spaß, sage ich. Vielen Dank. Ellbogen. Oh, ist sehr streng, sehr streng. Aber hat er recht? Zum Waschen oder Spülen wäre hier ein Glas Wasser, also. War das ein versuchter Aufsetzer? Nee, oder? Eigentlich nicht. Ah, okay. Oh ja. Ich kann das sogar so mal hier raus. Ja, hab ich mir jetzt auch gerade gedacht, aber das ist zu kompliziert. Kennst du das? Mit dem Rauspusten? Ja, kenne ich. Also, falls das nochmal passiert, ich kenn's, aber ich kann's wollen nicht wir so mitmachen? Würdest du kannst du mich machen, also. Okay, also ich erlaube dir, du darfst das bei Gelegenheit ausnutzen. Okay, jetzt darf ich das trinken. Was du ist das genau das hier? Trinken. Probier mal und dann sagst du mir vielleicht, wie es schmeckt oder ob es geschmeckt hat. Sehr gesund. Also es riecht auf jeden Fall nicht gut. Nicht gut? Oh. Guter Zug, Jimmy, gefällt mir. Bäh. Das Glas kommt weg. Was war's? Ja, Rote Beete. Rote Beete, sehr gut, ja. Sehr gut. Die Geschmacksnerven, die stimmen bei dir auf jeden Fall. Bleiben die so stehen, ja, ne? Die bleiben so stehen. Du darfst erst bei 4 nochmal zusammenstellen. Für die Profis wäre mir jetzt noch was aufgefallen, was das Regelwerk betrifft. Oh ja! Yes! Oh nein, das war sehr gut verteidigt. Oh mein Gott. Da ist eine gewisse Erfahrung zu erkennen. Ah, das war stark. Versuch! Aber das geht nicht. Ich mach auch nicht. Ich glaube, diese drehen immer, ne? Ja, ich glaube, wegen den Gläsern wahrscheinlich. Sieht so aus wie Spiel. Aber du wirst auch so gut, dass du eigentlich nicht mehr in die Versuchung kommen musst zu pusten. Oh, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Mundspülung? Ja. Das darf man doch nicht schlucken, Mann. Ja, klar. für den frischen Atem haben wir das dazu genommen. Ich glaube, das ist unbedenklich. Aber ist schon lecker. Sollen wir die Gläser zusammenstellen? Na, ich glaube, normal müsste man das irgendwie so machen. Oh ja. Oh ja. Das dreht ja immer, ne? Ist das, was du. Das würde ich gern sehen. Also, das. Mit das Schlimmste. Das glaube ich sehr. Das riecht schon ekelhaft. Sehr geschmacksvoll, ja. Ja, gibt bessere Sachen, würde ich sagen. Was war das? Sauerkrautsaft oder irgendwas. Aber ich muss sagen, also, das sah noch relativ entspannt aus. Versuche in zwei Schlücken runterzuwürgen. Finde ich, hätte man jetzt mehr würgen können müssen. Oh ja. Jimmy ist zurück im Spiel. Wieder da. Damit du wieder, damit die Geschmacksnerven neutralisiert werden für die nächsten Gläser dann.
Direkt eine Reinigung. Also der Sauerkrautsaft war so entspannt bei Kai, von daher kann euch eigentlich nichts mehr erschüttern. Oh ja. Oh yes. Das ist das Schlimmste. Du hast einen Lauf, Jimmy, du hast einen Lauf. Magst du rote Beete auch nicht? Ja. Das ist gesund, das ist gesund. Ja, mag sein, aber schmecken tut's nicht. Das war echt eklig. Sollen wir ihn darauf hinweisen? Das wäre so geil gewesen. Ja. Was denn? Du wärst ein bisschen Dracula-mäßig unterwegs gewesen. Ach so, mit dem Dinger. Ja. Ist jetzt weg? Ja, ist weg. Ekelhaft. Oh ja. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Keine Ahnung, was das ist. Also das, ich weiß es natürlich auch nicht, aber... Soll ich mal probieren? Ja klar, du musst es ja auch austrinken. Also. Schmeckt es wässrig oder? Ja, schmeckt wässrig, ja. Aber mit irgendeinem Nachgeschmack. Mit einem medizinischen Nachgeschmack? Mhm. Gut, dann ist es... Aber ich kann es nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen Medizin gewesen. Auch nicht schlecht. Oh ja. Ich glaube, das ist der Sauerkrautsaft. Boah, das ist ekelhaft. Das ist Sauerkrautsaft? Ich glaube, ja. Also riecht auch nicht schlimm, muss ich sagen. Boah. Aber selten so was Ekliges getrunken. Das Schlimmste war rote so Beete. Boah, ich mag das überhaupt nicht. Ja. Was machen wir, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht? Also eigentlich habe ich in eure Fähigkeiten vertraut, aber wenn das jetzt noch länger so geht, dann müssen wir vielleicht Golden Goal Regelung oder sowas machen. Oh ja, oh ja. Geruchsneutral? Geruchsneutral? Ich rieche. Das ist glaube ich das, was ich hatte, oder? Wasser mit... Boah, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nach was schmeckt's? Weiß nicht, Wasser mit einem Schuss Zitrone oder so? Ich vermute, dass das Birkenwasser sein könnte. Aber wie sich jetzt Birkenwasser geschmacklich auszeichnet, kann ich dir leider auch nicht sagen. Hat auf jeden Fall geschmeckt. Hat geschmeckt? Wollen wir die hintereinander stellen? Hintereinander? Vielleicht haben wir dann. Machen wir. Also Jimmy hatte wahrscheinlich Birkensaft und du hast die Medizin getrunken, glaube ich. Entschuldigung, ich wollte deinen Rhythmus nicht stören. Alles gut, alles gut. Also, ich gebe jetzt beiden noch drei Würfel, sollte das nur noch nicht... Drei? Nur noch drei und dann entscheiden wir uns für Golden Goal, weil ich will auch nach Hause, also... Fünf Würfel und dann Golden Goal, ist das in Ordnung für dich? Das ist für mich in Ordnung. Dann machen wir es so, der Jimmy beginnt mit der ersten Runde. Oh, oh was? Der war in beiden drin. Ja, das ist leider... Dritte Runde. Oh ja, oh ja. Oh ja, das war auch nicht so schlimm. Nee. Nicht so ähnlich wie diese Mundspülung. Das ist noch ja, dann ist, es, dann ist das die Medizin. Jetzt habt ihr beide dreimal geworfen. Ja. Bedeutet, also du kannst noch zweimal werfen, Kai noch zweimal und wenn dann, ist es vorbei, weil eigentlich hat er jetzt getroffen. Außer wir sind dann bei Gleichstand. Ja. Jimmy, du musst beim nächsten. Oder der Kai hat jetzt beendet. Du musst jetzt. Das war's dann leider. Schade, Jimmy. Ist wohl leichter, hier zu stehen, als die Spiele zu absolvieren. Das stimmt, ja. Ist auch schade. Gut, aber ich will nach Hause. Deswegen beenden wir das Spiel hier an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch, Kai. Erste Dankeschön. Teilnahme. Gewonnen. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier wart. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Jimmy, ich glaube, jetzt werden wir dich so schnell nicht mehr sehen. Nee. Aber schön, dass du heute noch mal da warst. Und ja, bis zum nächsten Mal.